Okay, nach langer Zeit, ich muss das Video leider nochmal aufnehmen, weil ich mein Mikrofon aus hatte, habe ich mir gedacht, ich guck mal wieder, was es im Item Store so Schönes gibt bei Rust. Habe aber irgendwie nichts wirklich gefunden. Die Knarre für 1,75 €, die würde gehen, aber die will ich jetzt nicht. Weil ich benutze einen Revolver, der ein geiles Skin, also wo ich ein geiles Skin habe. Da, die sieht natürlich episch cool aus. Aber, die M249 bekommt man als Solo-Player eh in der Regel nicht und deswegen wäre das rausgeschmissenes Geld. Das Knife, Combat Knife sieht geil aus, aber 4,40 €, fuck off. Die eine am Arsch oder was? Die Thompson geht auch noch. Die sieht auch noch gut aus. Aber irgendwie ist diesmal nicht wirklich was für mich dabei. Auch dieser Oster-Türenkranz sieht cool aus. Ist eine schöne Deko. Aber nicht für 2,20 €. So, die Armbrust sieht gut aus. Den Hammer, den würde ich mir jetzt kaufen. Wenn auch mir jetzt ein bisschen warm, ich muss jetzt mal kurz Käppi absetzen. Es ist ja unglaublich heiß hier drin. Würde ich mir kaufen, wenn ich nicht schon einen geilen Hammer hätte. Und das Knife, Also. Das Knife, das Combat Knife, das werde ich mir wohl kaufen, weil da sind Totenköpfe drauf. 1,75 € ist wahrscheinlich rausgeworfenes Geld, weil die Preise sind zurzeit nicht so gut. Aber mal schauen. So, mein Cannibal Survival Bag steht bei 4,21 €. Oh mein Gott. Ich habe den mal gekauft für 1,70 €. Apocalyptic Vest behalten wir. Frankenstein Maske 1,18 € behalten wir. Bloody Boots 87 Cent behalten wir. Sind normalerweise gar nichts wert. Waterpipe Shotgun 76 Cent. Die lohnt sich nicht zu verkaufen. 2,14 € kostet der Hammer nur noch. Das ist ja ärgerlich. Ich habe den mal. Der stand schon mal wesentlich höher. Okay, der Base Invaders Automat steht immer noch bei 3,60 €. 3,14 € für die Pistole. Frankenstein Revolver stand auch schon mal ein bisschen höher, aber den behalte ich auch. Finde ich geil. So, die Tür kostet 1,20 €. Die ist ein Mega-Reinfall gewesen. Die habe ich auch noch zweimal. 84 Cent kostet die Satchel. Oh mein Gott, sogar da habe ich Verlust gefahren. 2,19 €. Wenigstens die behalte ich, weil die finde ich geil mit diesem Biohazard-Zeichen drauf. Das sieht geil aus. 2,41 € die Pickaxe. 1,86 €. Ja, nice, Junge. 1,30 € gekauft, 1,86 € verkaufen. Bam. Okay, muss ich noch bestätigen über. Warte, die hier. 1,68 €, dann verkaufe ich die hier auch nochmal. Für 1,86 €. Auch weg damit. Bam. So, was ist denn mit dem? Ey, das war auch ein Reinfall, dieser Lighthouse. Das war auch ein Reinfall, habe ich auch für 1,30 € gekauft. Und das hier, das geht auch runter vom Preis. Was ist denn los? Was ist mit den Preisen los? Das weiß ich nicht, habe ich für günstig gekauft, auch günstig. 1,30 €, die sieht geil aus. 1,41 €, was ist das? 1,35 €, die Tür ist auch ein Griff ins Klo. 1,89 €. Gunlord Door. 1,30 € gekauft.
Boah, was war denn das? Die war schon mal bei. Wo steht jetzt? 1,89 Euro. Ich habe bezahlt 1,30 Euro. Dann werde ich die auch noch mal anbieten. 1,65 Euro, weil ich brauche nicht so viele. Ich habe da so ein paar, die wirklich ein Reinfall gewesen sind. So, die habe ich geschenkt gekriegt. Dead Man's Chest. Die habe ich für 1 Euro, den einen habe ich für 1,30 Euro gekauft, den anderen habe ich für 1,10 Euro gekauft. Wenn ich den jetzt verkaufe für 1,34 Euro, weil die Preise sind voll im Keller hier. Guck mal hier, 62 Cent. 1,34 Euro. 8 Cent Gewinn? Nö, das lohnt sich nicht. 1,86 Euro. Die Kiste habe ich einfach mal dreimal. Die habe ich auch aus Versehen dreimal gekauft. Dann geht die auch noch weg. Was soll der Geiz? Da muss ich kurz mein Steam raussuchen auf dem Handy. Okay. Meine Bestätigungen. Okay. Keine Ahnung warum. Dumm, dumm, dumm. Auswahl bestätigen. So, 1,74 Euro. Das Valentine-Tor, die behalte ich, weil die geil ist. 1,44 Euro auch ein Reinfall. 1,79 Euro, die ist auch gut. 1,61 Euro. Aber 1,61 Euro sind grandiose 10 Cent Gewinn. Naja, ich weiß ja nicht. Aber ist egal. Zack. Und weg damit. Denke mal, werden auch alle weggehen. Star Fox ist jetzt online. Spiel Battlefront 2. Okay. So. Jetzt gucken wir mal, was noch alles da ist. 37. So. Und jetzt würde ich die gerne noch verkaufen. Weil. Sind immerhin 32 Cent Gewinn. Nicht die Welt, aber egal. So, bestätigen. Und bestätigen sage ich. Und bestätigen sage ich. Geht nicht. Doch, bestätigen geht jetzt. So. Ja, war jetzt nicht so mega lukrativ. Aber. Scheißegal. Guti, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.